Also, abgemacht, ist abgemacht, klar. Was geht hier vor? Hayes! Kannst du mir beibringen, mit der Nadel umzugehen? Selbstverständlich. Aber woher das plötzliche Interesse? Falls du etwas geflickt haben möchtest, könnte ich... Nein, ist schon gut. Ich will es einfach nur selbst können. Aber irgendwie scheine ich kein Händchen dafür zu haben. Deshalb wollte ich dich um Hilfe bitten. Wie ungewöhnlich gewissenhaft von dir, Milton. Ich habe es jemand versprochen und deshalb werde ich die Sache nun auch durchziehen. Also schön. Hast du dir denn schon überlegt, wie du deine erste Kreation, wie deine erste Kreation aussehen soll? Nein, keine Ahnung. Nun, du musst dich schon auf ein Motiv festlegen. Vielleicht ein Tier oder deine Lieblingsspeise? Also, wenn das so ist... Wetten? Er entscheidet sich für Adam? Ich kann Milton schon jetzt fluchen hören. Klappe! Ich weiß selbst, dass das für Anfänger eine Nummer zu groß wäre. Ich dachte mir, ich versuch's erstmal mit dem Emblem von Torna. Auch kein besonders leichtes Motiv, wenn du mich fragst. Aber wieso nicht? Lass es uns einfach probieren. Dein Ernst? Ein einfaches Taschentuch sollte als erstes Projekt durchaus machbar sein. Uns fehlen aber leider noch ein paar Materialien. Meine Fäden haben alle nicht die richtigen Farben. Was hältst du davon, wenn wir dir den Kram beschaffen? Dann könnt ihr gleich mit euren Emblen loslegen. Nun gut, ich benötige 3 Goldstaubkokons, 3 Baumwollzweige und 2 Kurzblattstechpalmen. Das sollte auch dann schon genügen. Goldstaubkokons? Ich glaube, die hatte Meister Adam mal erwähnt. Wären die nicht von irgendwelchen seltenen Käfern an den Sandfluss hängen gemacht oder so? Richtig, Milton. Es ist daher nicht ganz leicht, an diese Goldstaubkokons zu kommen, aber das schaffen wir schon. Danke, Hayes. Und, ich schätze, dir sollte ich auch danken, Mithra. Schon in Ordnung. Ich lass mir was einfallen, wie du mir den Gefallen zurückzahlen kannst. Mit Zinsen. Hey, so war das aber nicht gedacht. Das hast du davon, so respektlos zu sein, du Naseweiß. Du solltest meine Hilfe besser zu schätzen wissen. Kleine Fortschritte. Ich glaube, Milton will irgendwas für Mikael machen. Aber erstmal herzlich willkommen zu einer weiteren Nebenquest. Wir sollen zu dem Sandfluss hängen. Von daher schätze ich mal, wir teleportieren da einfach mal hin. Sandflusshänge. Schnellster Weg wäre wahrscheinlich hier so ungefähr. Jetzt müssten wir nur gucken, wie wir da runter. Okay. Probier jetzt natürlich auch. So, Sandflusshänge. Moment. Oh, jetzt. Zack. Erledigt. Jetzt noch weiter runter, okay. Shelterraub. Ah, da unten. Yeah! Nein. Ich will keinen Fall. Können wir das benutzen? Natürlich. Goldstaubkokon. So, da ist nochmal ein Goldstaubkokon. Können wir das benutzen? Und der letzte ist da hinten. Goldstaubkokon Nummer 3. There's something here. Wir haben jetzt schon alle Materialien. Sehr witzig. Moment, vielleicht kriegen wir den Schatz noch auf. I'll investigate. Jawohl, kriegen wir auf. Sehr gut. Batteriesplitter. Auf jeden Fall jetzt wieder zurück zum Gasthaus Stefan. Stefan. Ich lese immer Stefan. Are we there yet? So. Our journey.
Zack. Gut, dann hätten wir soweit alles. Sollen wir sofort anfangen? Oh ja. Was? Ich werd noch wahnsinnig. Andauernd stehe ich mir in die Finger. Wer hatte nur diese bescheuerte Idee mit diesem blöden Emblem? Sieh dir nur noch mal an, wie mies das aussieht. Du hast also zwei linke Hände. Na und? Wieso probierst du nicht was Einfaches? Du verstehst das nicht. Das würde auch nichts ändern. Es spielt keine Rolle, wie schwierig die Aufgabe ist. Ich muss es einfach hinkriegen. Wenn nicht jetzt, dann nie. Jetzt sei mal nicht so dramatisch. Du verstehst es einfach nicht. Spar dir dein gut Ding will Weile haben. Wer weiß schon, wie lange das dauert. Ich muss sofort perfekt sein. Ich darf keine Zeit verschwenden. Ach komm schon, Milton. Was hältst du davon, wenn ich zuerst ein Muster für dich anfertige? Ich besticke einfach einen meiner Talismane mit dem Torna-Emblem. Das kannst du dann als Vorlage verwenden. Das könnte sogar funktionieren. Du bist echt die Beste, Hayes. Ach, ich helfe doch gern. Torna-Amulett und Goldstaub-Kokon. Jetzt müssen wir natürlich zuerst zu so einem Lagerfeuer, wo ich mich immer noch ärgere, warum denn keins in Auresco ist. Und dann das Amulett herstellen. Und dann sehen wir weiter. Are we there yet? Our journey continues. Janak Wüstenlager. Hier. Okay, hier Items herstellen. Zack, zack. This one I'm quite proud of. Tränenlavendel. Mist. Wo war der Tränenlavendel nochmal? War der nicht sogar irgendwo? Moment mal. War der nicht da oben am Plateau irgendwo? Hier, Danak Wüstenzone erstmal. Großer Sandbrecher. Hier, Turkus Plateau. So, where are you taking us? We can't dally all day. So, nochmal. Hier. Ah, nee, das ist eine Erzfader. Flugfestung Desmoor. Moment mal. Komm her. Komm her. Ach Mann. Ich wollte ihn gerade angreifen. Mist. Mist, Mist, Mist. Hier. Vielleicht da. Ah, das ist ein malerisches. Can we use this? Na. Was macht er denn? TTT. Betreten damit. Saleisee, goldenes Zwillingsplateau. Nee, Erzader, nein. Oh, was haben wir denn da? Seine Truhe. Better be good. Richtiger Baum. Wo ist dieser Tränenlavendel? Schon wieder malerisches Ufer. Fische bringen mir nichts. Oh, vielleicht hier. Ah, da kommt doch auch kein Tränenlavendel. Das ist ein normaler Sammelpunkt. Trauerweizen. Doch, Tränenlavendel. Nice. Nice, da war Tränenlavendel dabei. Danak Wüstenzone, mal wieder. Und jetzt zum Eingang.
Auf jeden Fall steht in Xenoblade 2 ORG drin, dass Tränenlavende am Salai-See und am goldenen Zwillingsplateau zu finden ist. So. Items herstellen. Stitch by stitch. I've made it with love. Mit Liebe gemacht. A scent that comes from the heart. I will challenge myself today. I'm a little nervous. Let's polish up the structure. Time to roll up the old sleeves. Okay. Diese Sprüche alle. Und jetzt müssen wir nochmal die Schnellreise benutzen. Und diesmal wieder nach Oresco und wahrscheinlich wieder ins Gasthaus befahren. Und dann mal schauen, ob wir auch ein Ergebnis zu sehen bekommen. Schau mal, reicht dir das als Vorlage? Vielleicht geht dir die Arbeit damit ja etwas leichter von der Hand. Ja, damit könnte es klappen. Ich muss mich einfach nur an deinen Stichen orientieren. Nimm dir alle Zeit der Welt, hörst du? Und achte auf saubere Stiche. Das werde ich, Haze. Dieses Mal klappt es ganz bestimmt. Ich hab's geschafft! Mick! Siehst du, obwohl ich nicht gut daran bin, hab ich's versucht und am Ende auch geschafft. Also, ich hab meinen Teil der Abmachung erfüllt. Jetzt bist du dran. Versuch doch einfach mal zu lächeln. Du gibst nie auf, was? Tu ich nicht, nein. Mir ist das eben wichtig. Deswegen würde ich es am Ende bereuen, wenn ich es nicht sage. Das Leben ist nicht immer einfach. Das weiß ich selbst nur zu gut. Aber manchmal hilft es, gerade dann zu lächeln. Es sind oft die negativen Dinge, an die man sich erinnert und die man ein Leben lang mit sich herumschleppt. Aber man muss einen Weg finden, mit ihnen fertig zu werden. Sonst wird die Last, die auf einem ruht, nur größer und größer. Ich will für dich da sein, Mick, also versuch's zumindest mal. Du kannst es ja ruhig langsam angehen. Was auch immer geschieht, wir lächeln es einfach fort, okay? Und wenn wir auf jemanden treffen, der in Not ist, tja, dann helfen wir ihm einfach. Das machen gute Menschen nun mal. So wie Meister Adam und Laura. Welch wundervoller Plan. Ich werde euch beiden dabei helfen. Um ehrlich zu sein, bin ich eine wahre Expertin darin, ein Lächeln auf die Gesichter der Menschen zu zaubern. Danke, aber momentan ist das nicht nötig. Uns geht's gerade allen ziemlich gut, denke ich. Oh, ich verstehe. Selbstverständlich. Dies gleich Feuer und Flamme. Oh, was ist das? Ich fühle mich plötzlich so seltsam. Schätze, ein Lächeln könnte da nicht schaden. Wirklich? Oh, Mann. Schau nur, Mick würde ein kleines Lächeln sicher auch gut stehen. Was für ein Naseweis, aber vielleicht tut uns das gerade ganz gut. Ansehen gestiegen. Thank you. How reliable. Ich warte ja, aber ihr kommt besser schnell zurück. Warten ist langweilig. Moment mal. Oh. Hä, kann man das in der Mitte nicht lesen? Egal. Kleine Fortschritte. Abgeschlossen. A happy conclusion. Um Michael etwas zu beweisen, hat Milton alles gegeben und das Taschentuch tatsächlich angefertigt. Sieht aus, als hätten alle dabei etwas gelernt. Oh, wisst ihr was? Da hat man eine Zusatztasche bekommen. Das heißt, wir können jetzt bei Hugo die letzte Zusatztasche benutzen. Merkt euch also, bei dieser Quest bekommt man eine weitere Zusatztasche. Gut. Dann würde ich sagen, wir gucken einfach mal, was sagt denn das Ansehen? Wir haben Quests in Torna. Und was sagt die Schnellreise in Oresco?
dass derzeit keine Quest in Auresco vorhanden ist. Okay, gut. Dann reisen wir einfach mal das nächste Mal zur Garnison von Torna. Und gucken, was es da an Quest gibt. Vielen Dank fürs Reinschauen. Ich hoffe, euch hat es geholfen, denn jetzt wisst ihr, wie man eine Zusatztasche bekommt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao, Leute!